Jo Leute, was geht und willkommen zu diesem neuen Tutorial. Im heutigen Video zeige ich euch, wie ihr die neue beste Stretch Resolution einstellen könnt. Und natürlich zeige ich euch auch, welche es überhaupt ist, die die beste im Moment ist. Mit der auch schon jetzt der Weltrekord von den Kills im Solo Cash Cup aufgestellt wurde von Peterbot. Und viele weitere Pros benutzen diese auch noch. Also falls ihr auf PC spielt, dann schaut auf jeden Fall jetzt schnell dieses Video und stellt das ein. Denn so werdet ihr bestimmt besser werden und auch eine bessere Performance haben. Das Video wird jetzt ganz kurz sein, aber ich würde sagen, ich zeige es euch jetzt trotzdem mal schnell. Also ihr müsst erstmal auf euren Desktop gehen. Und dann müsst ihr einmal Rechtsklick machen und dann seht ihr hier schon Nvidia Control Panel. Falls ihr auf AMD seid, was wahrscheinlich die wenigsten sind, dann müsst ihr das Ganze anders machen. Dann müsst ihr nämlich nur den zweiten Schritt machen. Bei AMD bin ich mir nicht ganz sicher. Und so machen wir das jetzt. Ihr kennt das vielleicht, falls ihr jetzt schon mal Stretch startet, dass man, wenn man dann aus Fortnite raustappt, alles so schwarz wird und komplett laggt. Und deswegen machen wir jetzt unseren Monitor noch auf Stretch. Ihr seht zwar schon hier unten bei mir an der Taskleiste oder so, ich bin schon hier im Monitor auf Stretch. Aber wie ihr das macht, ist es, dass ihr erstmal Rechtsklick macht und dann hier Nvidia Control Panel, wie eben schon gezeigt. Und dann kommt ihr hier rein und hier müsst ihr dann auf Change Resolution gehen, bin ich jetzt schon. Müsst euren Monitor auswählen. Und jetzt seht ihr schon, hier gibt es diesen Customize-Button und den müsst ihr drücken, um das zu machen. Und hier müsst ihr dann 1000, also hier Create Custom Resolution, denn hier müsst ihr hier 1700, also das mit einer 7 austauschen und hier mal 1080. Und dann habt ihr das hier und das müsst ihr dann auswählen, habe ich jetzt natürlich schon. Und dann habt ihr das hier oben, wenn ihr hochscrollt bei Custom, könnt das einmal auswählen, dann Apply. Dann wird es kurz schwarz und dann wird euer Monitor stretched sein. So wie jetzt hier bei mir. Da müsst ihr noch Confirm einmal machen und ihr habt's. Das war es jetzt aber noch nicht für Fortnite. Und zwar müsst ihr jetzt noch einmal in die Fortnite Settings reingehen. Dafür müsst ihr einmal Windows R drücken und dann ist hier schon Local App Data Prozent. Habe ich jetzt hier schon. Falls es bei euch noch nicht ist, müsst ihr da Local App Data Prozent und davor auch ein Prozent machen und dann okay. Und wenn ihr dann da drin seid, müsst ihr zwischen euren Downloads Fortnite Game finden. Da gehe ich jetzt mal drauf. Dann müsst ihr auf Saved, dann auf Config, dann auf Windows Client und dann seht ihr hier schon die Game User Settings. Dann müsst ihr die einmal Rechtsklick machen, dann Properties oder Eigenschaften auf Deutsch und hier müsst ihr dann dieses Read Only Häkchen rausnehmen, dann Apply drücken und dann OK und dann geht ihr in die Game User Settings einmal rein, scrollt einmal runter, bis ihr hier die Resolution findet. Hier seht ihr schon, hier ist jetzt bei mir 1720x1080 und hier nochmal. Das müsst ihr einfach finden, das ist so in der Mitte ungefähr. Wo ist es jetzt genau hier? Und da wird jetzt bei euch 1920 stehen und das ändert ihr dann wieder mit einer 7, genauso wie eben bei Nvidia. Das Ganze müsst ihr dann jetzt auch bei AMD machen. Und sobald ihr das gemacht habt, habe ich ja jetzt schon, könnt ihr einfach hier einmal File und dann Speichern machen. Dann geht ihr wieder zurück, dann seid ihr wieder bei euren Dateien, dann geht ihr wieder hier drauf, auf wieder Properties und dann macht ihr das Read-Only wieder rein, damit sich nichts an euren Settings ändert oder so, macht wieder Apply und OK und schon habt ihr Stretched in Fortnite. Das war's jetzt mit dem kurzen, aber knackigen Video, Leute. Macht auf jeden Fall das rein oder probiert zumindest mal aus. Falls es euch nicht gefällt, macht das einfach wieder weg. Geht ja mega easy. Da macht ihr einfach die Steps wieder zurück. Endet wieder die 7 mit einer 9 überall und dann habt ihr wieder die normale. Das ist auf jeden Fall die, die im Moment viele Pros benutzen. Bevor das Video endet, tragt bitte meinen Creator-Code Lenny-OG im Itemshop ein, falls ihr mich unterstützen wollt. Supportet mich mega, aber kostet euch gar nichts. Also Lenny-OG und ciao.